Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin Onyxon und das hier ist mein Sandkasten. Und wir fällen noch ein paar Bäume und dann reden wir über geistreiche Dinge. Noch immer sind wir bei Entis Themen und das nächste Thema lautet da: Mega Man 11 wurde angekündigt. Vielleicht kannst du auch mal was über Mega Man X-Reihe reden. Okay. Ich rede über Mega Man. Kein Thema. Also, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin jetzt nicht der größte Mega Man-Fan, der irgendwo unter der Erde rumläuft. Oder eher unter der Sonne, unter der Erde, wäre seltsam. ich mag prinzipiell die Spiele. Ich mag das Spielprinzip, weil es irgendwie clever ist. Auf sehr einfache Art und Weise. Und die Musik ist meistens auch ziemlich gut. Die Steuerung ist easy und so. Es ist sehr intuitiv, das Spiel. Aber es hat eine gewisse Herausforderung. Also Mega Man-Spiele sind schon was Tolles. Und ich habe ja immerhin auch ein paar gespielt. Ne? Ich habe ja, lass mich jetzt nicht lügen, entweder 4 oder 5 für den Game Boy. Ich glaube, 1 für den Game Boy fehlt mir. Deshalb glaube ich, es sind nur 4. Aber ist ja auch egal. Und ich habe immerhin Wily Wars für das Mega Drive, wo dann Mega Man 1 bis 3 fürs NES nochmal überarbeitet sind. Kennt ihr ja mittlerweile. Könnt ihr auf meinem Kanal gesehen haben oder so. Und das war's aber dann auch schon. Ich habe keine weiteren Mega Man-Spiele. Ich habe zusammen mit Defense Mega Man 9 und Mega Man 10 auf der Wii gespielt, weil er sie halt mal hat. Und ja, dann vielleicht noch ein Ausflug. Da mache ich jetzt mal wieder ein großes Geständnis. Uhuhu. Damals, als ich noch jünger war, so, naja, in der Zeit, als ich in der Ausbildung war quasi, also so 2001 bis 2004 oder so die Gegend, habe ich ja in Ludwigshafen gelebt und habe da nichts außer einem kleinen Zimmer und da stand mein Computer drin und so. Also hatte ich dann jede Menge Spiele am Emulator. Ganz, ganz böse, ja. Einfach weil es, ja, war halt eine Option, ne? Wenn man sowas spielen wollte, so Super Nintendo-Spiele oder so ein Kram, dann braucht man halt entweder ein Super Nintendo und einen Fernseher und das ging nicht, und, oder man benutzt einen Computer. Und das ging, weil ich habe ihn ja sowieso da stehen. Und da habe ich, glaube ich, das erste und einzige Mal ein Mega Man X-Spiel gespielt. Ich glaube, es war sogar das erste und ich konnte mich nicht wirklich damit anfreunden. Ich weiß nicht, was das Problem war. Das Sprite hat mir so halb gefallen, das war aber also nicht zwingend das Problem. Irgendwas hat mich am Gameplay gestört. Ich finde auch die Animation, die er läuft, finde ich, sieht ein bisschen scheiße aus. Sieht so aus, als würde er seine Beine viel zu schnell bewegen und damit gar nicht vorankommen. Das irritiert mich, aber das ist nicht mal das Problem. Ich weiß nicht, was das Problem war. Irgendwas an dem Spiel hat sich einfach insgesamt falsch angefühlt und ich weiß nicht was. Vielleicht einfach, weil ich eher diese klassischen Teile kenne, also die ganz klassischen. Vielleicht ist da irgendwie was in der Spielmechanik anders geworden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall konnte ich mich zum Beispiel mit den Mega Man-Teilen für die Wii, also 9 und 10, die gab es auch auf anderen Konsolen, klar, aber mit denen konnte ich mich auf jeden Fall eher anfreunden oder identifizieren, weil sie wieder das waren, was ich kannte. Das ist ganz komisch. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Also das überfordert mich selbst. Was hat dieses Spiel falsch gemacht, dass es mir nicht zusagt? Ich habe keine konkrete Antwort drauf. Was schade ist, weil die Mega Man X-Spiele sind bestimmt gut, sonst gäbe es nicht so viel davon. Es gibt ja wohl nur mindestens 3, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Ja, und dann soll jetzt Mega Man 11 kommen. Ich bin fasziniert, weil ich habe von der Ankündigung gar nichts mitgekriegt, aber ich, ja auch normalerweise keine Werbung, also von daher danke für den Tipp. Da müsste ich mir auf jeden Fall mal auf YouTube was angucken, ob ich irgendwelche Infos dazu finde, findet man ja wohl mit Sicherheit, für was für Geräte das Spiel vorgesehen sein wird. Braucht ihr jetzt auch nicht in die Kommentare zu schreiben, also ich werde mir auf jeden Fall eine Werbung dazu angucken. Also nochmal danke dafür, NT, dann bin ich wenigstens informiert. Ja, es würde mich interessieren, ob es dann wieder im Stil wie die alten Spiele ist oder ob es dann eher wie Mega Man X ist oder ob es eher wie irgendwas anderes ist, Mega Man-mäßig. Ich meine, es gab ja sehr viele Spin-offs von Mega Man. Es gibt übrigens ein ganz tolles Fan-Projekt, das ich lange verfolgt habe, aber von dem lange nichts Neues kam und mittlerweile ist es, glaube ich, tatsächlich sogar veröffentlicht. Und ich habe es mir nicht mehr angeguckt seitdem, weil es mir zu lange gedauert hat, aber es gab ein Projekt, Mega Man 2.5D oder so. Das heißt, das ist eigentlich ein 2D-Mega Man-Spiel, mit aber einer dritten Ebene, in die man sich bewegen kann. Lässt sich vielleicht ein bisschen vergleichen mit Paper Mario. Das heißt, es wird
das Bild irgendwie gedreht und dann kann man halt eben noch in eine andere Richtung laufen. Und ja, normalerweise hat man ja bei einem Spiel nur die X- und die Y-Achse, also beim normalen 2D-Jump'n'Run, das ist jetzt bei dem Spiel im Prinzip auch so. Aber an bestimmten Stellen gibt es halt einen Weg, sich in den Hintergrund zu bewegen oder so. Und dafür dreht sich dann halt die Kamera und das Spiel bleibt weiterhin im 2D-Look. Aber man hat jetzt auf einmal diesen Weg auf der Z-Achse. Man bewegt sich also nicht mehr auf der X-Achse und der Y-Achse, sondern man bewegt sich auf der Z-Achse und der Y-Achse. Und es war echt spannend, hätte mich auch mal interessiert, was daraus geworden ist. Ja, und ansonsten bin ich wirklich schwer überrascht, dass Capcom da noch was macht mit Mega Man, weil es kam ja jetzt wirklich extrem lange nichts mehr. Seit der Wii quasi. Ne? Unglaublich, das ist ja auch schon 10 Jahre oder mehr. Ich weiß nicht genau, wann die Spiele rauskamen. Das gab es halt beide auf der Wii. Und ich denke, die kamen beide ziemlich zum Anfang der Konsole raus. Vielleicht so 2008 schon. Seitdem nichts mehr. Dabei waren die Spiele, glaube ich, sogar recht erfolgreich, oder? Das ist schon seltsam. Ja, Mega Man X jedenfalls bin ich nie warm mit geworden. Ich weiß, dass es einige Leute gibt, die unglaublich drauf stehen und ich kann prinzipiell auch verstehen, warum. Ich kann einfach nur nicht verstehen, warum ich nichts damit anfangen kann. Irritiert. Ja, also ich irritiere mich hier selbst. Glaube ich aber wahr. Das kann ich zu Mega Man aber jetzt auch nicht so sagen. Wollen wir das Thema wechseln? Was war nochmal mein Thema hier? Über die Mega Man X-Reihe reden. Ne, ich kann nicht über die Mega Man X-Reihe reden, weil ich es halt nicht genügend gespielt habe. Und ich hatte also als Kind kein einziges davon. Ich wusste nicht mal, dass es nicht gibt. Das sieht mal aus. Also ich wusste, dass es Mega Man gibt, aber ich wusste nicht, dass es eine Mega Man X-Reihe für Super Nintendo gibt. Das ist mir nicht über den Weg gelaufen, scheinbar. Gut, was denn noch? Darf man Kirschkerne mitessen oder wächst dann ein Kirschbaum im Bauch? Naja, im Bauch wird wahrscheinlich keiner wachsen, weil du Magensäure hast, die das Ding zersetzt. Und wenn nicht, dann scheißt das Feuer aus, weil normalerweise sollte die Nahrung, die du aufnimmst, in ungefähr 8 Stunden einmal komplett deinen Körper durchlaufen. Habe ich zumindest mal irgendwie gehört. Das heißt, der Kirschkern hat wenig Chancen, zum Baum zu werden. Wenn du den allerdings stattdessen inhalierst, das ist eine andere Geschichte. Ich habe vor einiger Zeit Dokumentationen gesehen, die waren sehr abartig, wo es darum geht, was Notärzte alles in den Körpern von Leuten gefunden haben. Und ich meine damit nicht das, was die Leute in irgendwelche Körperöffnungen absichtlich reingeschoben haben oder so, sondern Sachen, die im Körper gewachsen sind. Pflanzen, die da sich einfach ausgebreitet haben. Wo man dann erst gedacht hat, das wäre vielleicht ein Krebsgeschwür oder sonst irgendwas, dann stellt man fest, oh mein Gott, das ist dies oder das oder jenes. Und da war was, da haben sie einen erwischt, der hat keine Luft mehr gekriegt. Und Der musste dann geröntgt werden, um rauszufinden, was mit ihm los ist. Und dann haben sie festgestellt, dass in einem seiner Lungenflügel irgendetwas Unidentifizierbares ist. Und als sie ihn dann aufgemacht haben, haben sie dort irgendeine riesengroß ausgereifte Pflanze rausgezogen. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber das ist unglaublich, ne? Stellt euch das mal vor. Ich kann mir kaum was Schrecklicheres vorstellen, als dass in meiner Lunge irgendwas wächst. Irgendwas. Egal was. Wenn das mag sie doch, dass man keine Luft mehr kriegt, muss das doch auch wehtun oder nicht oder nach dem Loch oder ja, ich weiß nicht. Und dann die Vorstellung, irgendjemand schneidet mich auf und zerlegt meine Lunge und wird dann Gewächse rauszuholen. Boah, Leute, das ist ja echt ekelhaft. Und solche Fälle gibt's. Das ist unglaublich. Also kannst deine Kirschkerne ruhig essen, solltest du aber nicht inhalieren. Die Frage war wahrscheinlich auch eher als Hack gedacht, aber ich habe mir immer gedacht, bei dem Thema haue ich dann wenigstens noch einen drauf, damit ihr halt nachts nicht schlafen könnt. Was haben wir denn noch? Kaust du gern Kaugummi? Okay, das muss ich jetzt mal gerade vorlesen, das dauert ein bisschen länger. Also, kaust du gern Kaugummi? Im Schnitt kauft jeder Deutsche 100 Streifen Kaugummi pro Jahr. Das fördert die Durchblutung und Sauerstoffzufuhr im Kopf und im Hirn bis zu 25%. Außerdem wirkt es sich positiv auf die Konzentrationsfähigkeit und die Gedächtnisleistung unliebsam aus. Ja. Würdest du mir irgendwas sagen, wenn ich mir gerade dabei das wollen? Nee. So, weil es jetzt keine lange Verbrechen. Durch das Kauen werden pro Stunde rund 11 Kalorien verbraucht und durch den angeregten Speichelfluss werden mehr Zahnschmelz angreifende Säure neutralisiert.
Ich kaue arbeitstäglich. Bei mir hilft es, glaube ich. Tja, das ist doch mal ein Thema. Also sehr viele interessante Fakten, Fragezeichen, die du jetzt im Kaugummi rausgesucht hast. Wäre mal interessant, dass du falsche Sachen davon, die du ja aufgelistet hast, tatsächlich mit wissenschaftlichen Studien belegt sind. Und zwar Studien, die tatsächlich aussagenkräftig sind. Weil das ist ja immer das Schöne, ne? Theoretisch könnt ihr alles belegen, das muss nämlich sehr, sehr wissenschaftlich sein, weil die Wissenschaft versucht nicht nur einfach irgendwelche Thesen aufzustellen und sich dann die Daten rauszupicken, die nötig sind, diese These zu bestätigen, sondern die Wissenschaft macht eigentlich das genaue Gegenteil. Sie stellt eine Behauptung auf und sucht dann nach Möglichkeiten, diese Behauptung zu widerlegen. Und wenn das nicht gelingt, dann geht man davon aus, dass die Behauptung zumindest teilweise wahr sein muss. So funktioniert Wissenschaft, ne? Ja, also so werden Sachen halt überprüft. Newton hat irgendwann mal Gesetze zur Gravitation, zur Erdanziehung oder was auch immer aufgestellt. Und die hat man jahrelang einfach so hingenommen, weil die haben funktioniert. Man hat gesagt, ja, wir können die nicht widerlegen und wenn man damit arbeitet und rechnet und so, dann stimmt das alles und dann ist das okay. Und dann kommt irgendwann Einstein und widerlegt diese Gesetze und sagt, ja, die stimmen schon, aber nur unter den und den und den Voraussetzungen. Und damit ist das, was Newton gesagt hat, zwar nicht völlig falsch, aber halt auch nicht völlig richtig. So funktioniert Wissenschaft. So, und wenn ihr dann irgendwie mal einen Werbesender anmacht und euch dann anguckt, was die dort alles bewerben, nutzt ihr diese Dauerwerbesender in so einem Rahmen. Die sagen auch immer, dass ihr ganz am Scheiß, den sie verkaufen, wissenschaftlich getestet und belegt ist und so und ole 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 mit 1000 Studien oder so. Und das ist dann kein Problem, kann man machen. Man muss nur sich die Daten rauspicken, die einem am besten gefallen und kann man sagen, ja, ich habe das belegt oder so. Statt dass man dann halt wirklich ernsthaft an die Sache rangeht und versucht zu beweisen, dass etwas stimmt, indem man versucht, das Gegenteil zu beweisen. Also, wenn ich wirklich einfach nur beweisen will, dass eine Aussage, die ich treffe, richtig ist, dann kann ich das sehr leicht machen. Ich gebe euch ein Beispiel. Stellt euch vor, ihr habt eine Kakerlake, ja? Und ihr bringt dieser Kakerlake jetzt bei, dass sie auf Flötentöne reagiert. Wenn ihr einen bestimmten Flötenton spielt, dann macht die Kakerlake einen Handstand. So. Und jetzt reißt ihr der Kakerlake ein Bein aus. Und dann macht ihr das Ganze nochmal. Sie macht wieder einen Handstand. Das Ganze macht ihr, wie viele Beine haben Kakerlaken? 6 Mal. Und dann macht die Kakerlake auf einmal keinen Handstand mehr. Man könnte jetzt sagen, der Grund dafür ist, dass sie keine Beine mehr hat. Das wäre eine Möglichkeit. Aber jemand, der was verkaufen will, der würde natürlich sagen, die macht keinen Handstand mehr, weil das Gehör in den Beinen ist. Das heißt, sie hört dadurch, dass sie keine Beine hat, keinen Flötenton mehr und deshalb macht ihr auch keinen Handstand mehr. Also man kann alles irgendwie belegen, wenn man will, mit irgendwelchen Pseudo-Daten oder dergleichen und deshalb ist es halt sehr praktisch, inwiefern das, was endlich aufgeschrieben hat, zu kaufen, nie richtig ist. Aber es klingt alles sehr, sehr verlockend. Ich selbst bin ja eigentlich ein großer Kaugummi-Fan und habe sehr lange sehr viel Kaugummi gekaut. Eigentlich immer, wenn ich im Auto gesessen habe, habe ich Kaugummi gekaut, weil ich einfach drauf stehe. Abgewöhnt habe ich mir das dann bei meinem vorletzten Arbeitgeber, weil ich bin dann normalerweise auch mit Kaugummi Mund auf die Arbeit gegangen und habe da sehr lange Kaugummi drauf rumgekaut. Aber wenn ihr in einem Raum steht, wo Ammoniakdämpfe stehen und Nitrosegas, beides sehr gesundheitsförderlich, ich weiß, dann habt ihr auch keine Lust mehr Kaugummi zu kauen, das ist ekelhaft. Und irgendwie ging das vorbei. Aber nachdem ich den Kommentar gelesen hatte vor ein paar Tagen, habe ich mir überlegt, hey, hast du eigentlich noch irgendwie Kaugummi da? Und hab mal in meiner Vorratskammer nachgeguckt und festgestellt, oh wow, ich habe noch ein Päckchen Orbit Cherry Mint. Hey Orbit, schenkt mir was, ich mach Werbung für euch. Cherry Mint, extrem geilster Kaugummi überhaupt. Ich stehe tierisch drauf. Ich bin jetzt niemand, der irgendwelche Markenkaugummis zwingend haben muss oder dergleichen. Ich esse auch billig Kaugummis aus dem Aldi oder sonst irgendwas. Das ist mir egal. Aber dieser Orbit Cherry Mint, der ist schon ein Hammer. Echt extrem geil. Ich kann mich auch erinnern, als Kind gab es was, das nannte sich Bubba Bubba oder Habba Babba. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht korrekt. Das waren so Kaugummis, die extra ein bisschen größer waren und extra so gemacht, dass man gut damit Blasen machen konnte. Gibt's heute vielleicht gar nicht mehr, ich weiß. Ich habe sie lange nicht mehr gesehen. Grund dafür ist allerdings, dass ich nicht drauf achte. Und das Geschäft, in dem ich die immer gekauft habe als Kind, das gibt's mittlerweile auch nicht mehr. Das ist traurig. Alles macht dicht hier im Kaff. Mein Gott. Ja. Das ist
schlimm. Wir hatten mal drei Kneipen, drei Metzgereien, zwei Bäckereien, dann noch zwei Lebensmittelgeschäfte, einen Handwerksladen und dies und das und jenes. Was haben wir jetzt noch? Zwei Metzgereien und eine Bäckerei. Wow. Das ist ein Trauerspiel. Kleiderladen gab es auch mal. Es gab mal alles hier im Ort, verdammt. Es geht alles vor die Hunde, Leute. Die Welt geht unter. Schrecklich. Wollte ich nicht eigentlich mal ein Haus bauen oder so? Woran scheitere ich eigentlich? gut. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt noch aufbaue oder nicht. Vielleicht sollte ich mich erstmal wirklich ums Haus kümmern. Wäre eine Idee. Platz habe ich ja jetzt genug. Mehr als genug. Ja, was noch? Kaugummi kauen. Regt die Hirnleistung an, verbessert das Gedächtnis. Das würde mir wahrscheinlich helfen, ja? Könnte helfen. Aber ich glaube, beim Let's Playen wäre das unvorteilhaft, weil dann hört er mich die ganze Zeit hier am Kaugummi rumschmatzen. Es muss ja jetzt auch nicht unbedingt sein. Es sei denn, ihr steht drauf, dann sagt mir das, dann mache ich das in Zukunft. Ich habe die Orbits hier noch rumliegen. Einen habe ich gegessen, okay, aber ist noch eine Packung da. und ansonsten, was noch? Es verbraucht Kalorien. Okay, pro Stunde 11 Kalorien. Das ist nahezu gar nichts, ne? Außerdem, wir rechnen dann schon Kalorien. Kalorien, das ist eine Einheit, die gibt's ja nicht mal. Wenn, dann müsste man, was weiß ich, Kilojoule oder so rechnen. Da müssen wir mal zahlen. Und 11 Kalorien dürften nahezu gar nichts sein, ein Kilojoule. Ich kann es jetzt gerade nicht im Kopf ausrechnen, aber es dürfte nahezu nichts sein. Tut auch nichts zur Sache, passt also. Was noch? Angeregter Speichelfluss, das finde ich sowieso das Schöne am Kaugummi, dass man halt nicht so einen trockenen Mund kriegt. Das ist immer super. Könnte ich jetzt gerade gebrauchen, weil ich rede mir den Mund fusselig. ja, und was noch? Zahnschmelzangreifende Säuren werden neutralisiert. Ich bin mir nicht sicher, ob die neutralisiert werden oder ob du sie nicht einfach nur runterschluckst. Aber das macht ja auch dann keinen Unterschied. Das ist wieder sowas Typisches. Ihr kennt euch, also zu dem Thema, das wir eben hatten, von wegen, ob etwas stimmt oder nicht stimmt. Ihr kennt sicherlich die alten Werbungen, die es mal gab, von wegen, ja, Zahnärzte empfehlen irgendwie Kaugummi kauen, wenn man sich nicht die Zähne putzen kann, weil Kaugummi halt und so. Und dann kamen immer diese Aussagen von wegen, 2 von 3 Zahnärzten empfehlen nach dem Essen bla 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 zu kauen. Und das ist sowas, wo man halt dann sagen muss, das ist Quatsch. Also ich meine, ihr werdet mit Sicherheit 2 Zahnärzte finden, die das empfehlen oder zumindest sagen, dass es nicht schaden kann. Es wird wahrscheinlich jeder Zahnarzt sagen, dass es nicht schaden kann. Aber 2 von 3 werden das Ganze ja nicht sein. Es sei denn, ihr sucht euch halt 2 raus, die sagen, ja, dann macht das, und einen, der sagt, nee, macht das nicht. Aber ansonsten wird es garantiert kein 2 von 3 Zahnärzten sein, die sagen, ja, ihr müsst Kaugummi kauen, das hilft für eure Zähne und so. Weil das stimmt gar nicht. Also ich meine, falsch. Die können selbst nicht sagen, dass das stimmt. Ich habe mal irgendwo eine Doku oder was gesehen, ich weiß nicht mehr, was es war, wo halt dann ein Zahnarzt gesagt hat, es gibt keine Studie, die in irgendeiner Art und Weise belegt, dass Kaugummi kauen gut für die Zähne wäre oder dergleichen. Und die meisten Zahnärzte werden daher weder sagen können, ja, kau Kaugummi oder kau kein Kaugummi, weil sie, ja, sie können höchstens sagen, es wird vermutlich nicht schaden, aber helfen wird es auch nicht. So wie dazu. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ding hier baue. Ich weiß auch gar nicht, wie groß ich es haben will. Auf jeden Fall soll ich es noch ein bisschen weiter nach vorne ausdehnen, denke ich. Einfach, dass es noch ein bisschen weiter übersteht, oder? Ja, passt schon. Wenigstens mal 2 Felder. So, sieht doch schön aus. Naja, eigentlich sieht es scheiße aus, aber ist egal. Prächtig als ein richtiges Fundament. Wäre eigentlich angemessen. Also machen wir dich dicht. Passt schon. Ich dürfte auch genug Steine für sowas haben. Ja. Also, wie das mit den Säuren aussieht, keine Ahnung. Also wenn wirklich im Mund irgendwelche Zahnstein angreifende Säuren sind, dann werden die natürlich allein dadurch vermindert, dass man mehr schluckt, wenn man kaut, weil Speichelfluss angeregt ist und ja, dann sind die Säuren halt mal frisch rausgespült oder so. So, und sonst? Du kaust täglich, das finde ich okay. Habe ich früher halt auch so gemacht.
Warum ich es nicht wieder mache, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Könnte ich mir eigentlich wieder angewöhnen. Muss ich nicht, aber ja. Es spricht jedenfalls mit Sicherheit nichts dagegen, denke ich jedenfalls. Ich bin kein Zahnarzt, keiner von diesen 2 von 3 Zahnärzten, die sagen, Kaugummi kauen ist gut für dich. Aber ich vermute trotzdem, dass es nicht schaden wird. Bei dir hilft's. Ich weiß nicht, hilft's? Ich weiß nicht. Also ich habe sowieso Spezialzähne, von daher bin ich da eher die Ausnahme. Ich bin so ein Mensch, der niemals Karies bekommt und auch niemals bekommen wird wahrscheinlich. Im Ausgleich dazu werde ich aber wahrscheinlich in 20 Jahren oder so keine Zähne mehr haben. Nicht, weil sie mir verfault sind oder durch Karies zerfressen oder sonst was, sondern weil ich wahrscheinlich kein Zahnfleisch mehr habe. ich habe schon seit Jahren einen gewissen Zahnfleischwund, könnte man sagen. Und der wird wahrscheinlich mit der Zeit nicht besser. Und ich sehe es bei meinem Onkel halt mal, der hat nämlich genau das gleiche Problem. Das scheint also in der Familie zu liegen. Der hat auch recht früh ein Gebiss gekriegt, aus eben gleichem Grund. Ne? Also kein volles Gebiss, aber halt teilweise. Gerade bei den Vorderzähnen ist das halt wirklich ein Problem, offenbar. Und wie gesagt, es liegt scheinbar in der Familie. Kann ich nicht ändern. Das ist zwar ärgerlich, gefällt mir überhaupt nicht der Gedanke, irgendwann irgendwo ohne Zähne da zu stehen. Vor allem, wenn ich sie so sinnlos verliere, weil die sind ja völlig in Ordnung. Es ist dann nur irgendwie kein Zahnfleisch mehr da, um sie im Mund zu halten. Das ist schon doof, aber... Auf jeden Fall brauche ich mir wegen meinen Zähnen keinen Gedanken, um Kaugummi zu machen, weil Kaugummi will weder helfen noch schaden. Meine Zähne sind unverwüstlich. Wenn ich mal sie nicht mit Gewalt rausbreche oder so, muss ich nur warten, bis mein Zahnfleisch weg ist und dann fallen sie irgendwann aus. Aber bis dahin sind sie in Ordnung. Das ist so scheiße. Die Vorstellung ist echt ekelhaft. Ich mag es nicht. Das gefällt mir nicht. Und ich weiß, es wird auf mich zukommen. Das ist so, wie andere Leute im Alter von 15 schon sehen, oh scheiße, ich krieg jetzt eine Glatze. In 5 Jahren ist es soweit oder so. Das gibt's ja halt wirklich, ne? Und so sieht's halt bei mir mit den Zähnen aus. Ärgerlich. Also noch bin ich vollständig, noch habe ich alle Zähne. Ich habe auch nie eine Spange gebraucht, ne? Muss ich auch mal dazu sagen. Also irgendwann hat mein Zahnarzt mal gesagt, als ich zugegangen bin, wie sieht's denn aus? Hattest du mal eine Spange? Nö, haben sie nie für nötig gehalten. Ja, dann wäre es jetzt auch kein guter Zeitpunkt, weil deine Weisheitszähne sind ja am Kommen und dann ist es Quatsch, jetzt da irgendwas zu richten oder so. Die Frage war nur, ob mal was gerichtet worden ist, weil wenn deine Weisheitszähne jetzt schief kommen sollten, dann würde das ja alles zunichte machen, was da in mühevoller Arbeit mal gemacht worden ist, ne? Und das muss ja nicht sein. Aber da ja nie was gemacht wurde, war es egal. Und ich habe bis heute noch keine Weisheit oder so. Also, ich habe nur halb so viel Weisheit wie jeder andere Mensch, muss ich dazu sagen. Ich habe 2 Weisheitszähne, beide auf der gleichen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich keine. Und das nicht, weil ich sie mir habe ziehen lassen oder so, sondern weil einfach keine kommen. Ja, also gut. Immerhin, viele Leute lassen sich ihre Weisheitszähne gezwungenermaßen ziehen. Die haben dann also gar keine Weisheit mehr, auch wenn sie mal 4 Weisheitszähne hatten. Ich hingegen habe zwar nur die Hälfte an Weisheit, aber wenigstens lasse ich die nicht operativ entfernen. Ja. Ja, ich habe einen recht großen Mund. Also, ich habe kein loses Mundwerk oder so, das vielleicht auch manchmal, aber ich meine, ich habe einen sehr großen freien Raum in meinem Mund, wo Zähne reinpassen. Und das liegt nicht daran, dass keine vorhanden sind oder so. Und ich habe dann halt auch kein Problem mit Weisheitszähnen. Es ist nur wirklich seltsam, dass auf der einen Seite einfach keine kommen. Ich meine, ich bin jetzt 33. Worauf warten die? Ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann war das, wo ich die ersten Weisheitszähne gekriegt habe, also die einzigen, die ich habe. Da war ich 15 oder 16, denke ich mal, als sie gekommen sind. Also, glaube ich jedenfalls. Ist ja jetzt schon ewig her. Naja. So, das Video ist viel zu lang. Ich habe überzeugt geredet, dass gar nicht mit dem Video zu tun hat, oder mit dem Vorschlag, mit dem Themenvorschlag. Und macht ja auch nichts. So. Das sieht doch schon mal ganz nett aus hier. Und ich mache jetzt erstmal einen Cut. Also Leute, ich wollte ja nichts sagen, das war mein Sandkasten und ich sage euch ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.